So, hallo und herzlich willkommen im Schlosspark. Hier steht etwas rum, das sieht aus wie eine Esche. Ist aber keine, sieht aber so aus. Was könnte es dann sein? Naja, bei den Eschengewächsen muss man ja sagen, die gehören im weiteren Sinne auch zu den Nussbäumen und haben eine gewisse Ähnlichkeit mit unserer einheimischen Nussbaum. Ne? Also was heißt einheimisch, den haben auch wieder die Römer mitgebracht, aber mit unserem Juglans regia, ne? Der Walnuss. Das Teil ist keine Walnuss, aber es ist tatsächlich auch im weiteren Sinne eine Nuss, nämlich die kaukasische Flügelnuss, die, wenn sie gerade keine Früchte trägt, sehr einfach mit der Esche zu verwechseln ist. Es gibt aber ein paar ganz einfache Merkmale, weshalb man sie dann doch wieder ganz gut unterscheiden kann, nur halt nicht unbedingt anhand der Blätter. Blätter zeige ich euch gleich. Gehen wir erstmal kurz auf den Habitus ein, sprich die Wuchsform. In den allermeisten Fällen ist eine kaukasische Flügelnuss so leicht eher strauchförmig angeordnet. Ne? Es handelt sich hier schon um einen Baum, die kann auch 20 Meter Höhe erreichen, eher 15, aber bis zu 20, meistens nicht mehr als 10, macht auch nichts, groß genug. Jedenfalls die Wuchsform ist typischerweise eher strauchförmig und sich bereits auf sehr niedriger Höhe eben entsprechend verzweigend. Wir sprechen ja bei der Wuchsform von den beiden grundsätzlichen Basismodellen bei Holzpflanzen. Da gibt es einmal Wuchs vom Baum und einmal Wuchs vom Strauch. Und jetzt kommt das Bähnle, jetzt muss ich kurz Pause machen. Ja, Wuchs vom Baum, relativ eindeutig, muss ich niemandem erzählen. Da wächst natürlich ein Stamm in die Höhe, wie man da hinten bei diesen ganz klassischen, als Baum gewachsenen Bäumen eben entsprechend erkennen kann. Ein Stamm wächst hoch und oben verzweigt es sich dann in eine mehr oder weniger breite Krone, die dann möglichst viel Schatten nach unten schmeißt, eventuell aufkommende Holzpflanzenkonkurrenz totschatten soll und eben entsprechend ein gutes, besonders geschütztes Klima für den eigenen Nachwuchs, der natürlich vom Baum nach unten fällt und dann da hochwachsen soll, eben entsprechend bietet. Also ganz klassisch, der normale Parkbaum wuchs vom Baum. Und hier haben wir es jetzt halt eben mit Wuchs vom Strauch zu tun. Der Strauch versucht gleich von vornherein, sobald er gekeimt ist, nach oben auszufächern. Also fächerförmig auseinander zu wachsen. Ne? Das machen alle strauchförmigen Holzpflanzen so. Und jetzt so eine kaukasische Flügelnuss, die ist halt irgendwo so ein Mittelding. Sie wird so hoch, schon baumhoch, muss daher auch versuchen, eben entsprechend erstmal möglichst gerade nach oben zu wachsen und sich dann eher erst im oberen Kronenbereich zu verzweigen. Aber ist eher von der Wuchsform mehr Strauch als Baum. Und das ganz anders als eben die Esche, mit der sie ja so einfach zu verwechseln ist. Weil Esche, Fraxinus excelsior, nach oben oder stets nach oben, wie man excelsior ja entsprechend übersetzen kann, ist ein ganz klassischer, wenn nicht sogar der baumförmigste Baum, der bei uns überhaupt wächst. Und einen anderen so stark nach oben strebenden Baum wie eben Fraxinus excelsior gibt es nahezu gar nicht. Also die Wuchsform in, ich würde sagen, 95% der Fälle ein eindeutiges Unterscheidungsmerkmal zwischen Entschuldigung, kaukasischer Flügelnuss und eben unserer einheimischen Esche. Sehr typisch und hilfreich für die Bestimmung. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals, Entschuldigung. Sehr typisch und hilfreich für die Bestimmung ist auch die eindeutig schön längsrissige entsprechend Borke, die so richtige Borkenstränge fast schon aufweist. Kann man hier auch schön erfühlen und schön sehen, dass das doch also definitiv eine Borke ist, die sich auch wieder optisch recht gut von der eher, naja, sagen wir mal feiner strukturierten, würde ich sagen, Eschenborke ja, unterscheidet. Also auch das ist wieder ein hilfreiches Bestimmungsmerkmal. Hilft natürlich nur bei recht alten Exemplaren, wo sich die typische kaukasische Flügelnussborke ausgebildet hat. So, hier also einmal ein Fiederblatt entsprechend. Das ist jetzt ein relativ kleines. Die Zahl der Fiedern, also der einzelnen Blättchen pro Blatt, dieses ganze Ding, was ich hier hochhalte, ne, das ist eigentlich das Blatt. Aber diese einzelnen Blättchen, die da drüben entsprechend dran sind,
Da ist vor allen Dingen die Anzahl ein gutes Unterscheidungsmerkmal zur Esche. Bei der Esche sind das, naja, selten mehr als 12 und hier sind es selten weniger als 12. Das so als ganz, ganz grobe Zahl. Man kann hier also durchaus welche finden, die haben 15, die haben 16, 17, 18 geht nicht. Es ist immer eine ungerade Zahl, weil wir immer ein einzelnes Blatt vorne haben. Ne? Also wenn ich jetzt irgendeine gerade Zahl sage, dann das kann gar nicht sein. Also wenn ich sage, wir haben immer 12 ist so die ausschlaggebende Zahl, dann meine ich diese hier, ne? die entsprechenden Blätter hier unten dran quasi. Ne? Und wenn man die dann noch mitzählt, dann haben wir hier tatsächlich leider nur 10. Und mit dem sind es dann nur 11. Scheiße. Das ist auch das eines der äußersten Blätter. Wenn wir uns mal die anderen angucken, wenn man hier mal ein bisschen rumläuft, da sehe ich jetzt spontan eigentlich kaum welche unter 12. Ich habe natürlich jetzt das eine erwischt. Müsst ihr mir halt einfach glauben. Und plus immer das eine zentrale Blatt, was vorne noch dranhängt, macht dann halt eben entsprechend hier in diesem Fall 11 und bei allen anderen mindestens 13. Nochmal gucken. Ja, da haben wir ein 15er Modell, da ist ein 16er, beziehungsweise 17er natürlich. Und hier haben wir. Oh ja, da sind es fast 21. Ja, also sowas um den Dreh. Also. Was aber der eigentliche Namensgeber für eben diese entsprechende Art ist, sind diese unterhaltsamen Früchte. Das sind nämlich die Flügelnüsse. Und wenn wir uns hier mal eine abmachen, ich habe im Dienste der Wissenschaft mal ein paar gepflückt, dann sehen wir, Moment, das zeige ich euch gleich anders, so das hier ist jetzt eine Flügelnuss, die lässt sich eben entsprechend schön erkennen als Nuss, die von einem Flügel umgeben ist, wenn man es gerade so rumdreht. Und wenn ich die jetzt fallen lassen würde, dann würde die halt noch eine gewisse Flugeigenschaft dadurch bekommen, dass sie halt eben dieses kleine Propellerchen hat. Also das gleiche Prinzip wie beim Ahorn mit diesen lustigen Nasenkleberdinger, die man sich so schön an die Nase kleben kann. Das kennt jeder, der als Kind mal mit sowas gespielt hat. Ganz, ganz ähnliches Prinzip, nur halt. Ups, ja okay, konnte man jetzt nicht sehen. Ich schmeiß mal ein paar durchs Bild. Ja, sie fallen halt, wenn der Wind geht, etwas besser. Und außerdem muss man noch dazu sagen, die sind natürlich jetzt auch noch nicht reif. Die habe ich jetzt etwas zu früh abgenommen. Normalerweise werden sie dann noch ein bisschen brauner. Und wenn sie dann ein bisschen brauner sind, dann fliegen sie auch besser, ne? Weil das Wasser muss noch erst raus, sie müssen noch so ein bisschen vertrocknen und so weiter. Und man kann, wenn die Flügelnüsse dran sind, die kaukasische Flügelnuss anhand dieser dann doch wirklich ganz hervorragend von der Esche unterscheiden. Und als Parkbaum ist das Ding deswegen so beliebt, weil im Herbst bekommt sie so eine richtig schöne, leuchtend gelbe Färbung. Sieht dann wirklich ganz, ganz wunderschön aus. Und das ist so der Hauptgrund, weshalb sie auch ganz gerne mal eben in irgendwelchen Parks angebaut wird. So, ja, und das ist es im Wesentlichen auch gewesen, was man zur kaukasischen Flügelnuss so sagen kann. Also zum Aussehen, zur Wuchsform. Interessant könnte jetzt natürlich noch sein, wo kommt die her? Überraschung, aus dem Kaukasus. Ist ein ganz typischer Baum für den Kaukasus, dort in Gewässernähe anzutreffen. Also so ein bisschen wie unsere Esche. Die ist ja auch eine gewässernahe Baumart, die typischerweise in der Hartholzaue rumsteht. Auch die kaukasische Flügelnuss. Steht nah am Gewässer noch etwas näher dran, als es unsere Esche tun würde und braucht auch eine hohe Bodenfeuchtigkeit und daher die Nähe zum Gewässer, weshalb sie hier eben auch ganz in der Nähe vom entsprechenden Teich im Schlosspark zu finden ist. Woanders würde sie wahrscheinlich eher schlecht wachsen, beziehungsweise man müsste sie ständig gießen. Als typische Au-Baumart sind diese Nüsschen dann natürlich auch nochmal praktisch, weil sie zusätzlich dafür sorgen, dass die Strecke, die sie fliegen können, im Regelfall vielleicht auch ausreichen wird, um im Wasser zu landen und dann übers Wasser eben entsprechend weiter wegtransportiert zu werden. Das macht also wirklich ökologisch gesehen einen gewissen Sinn, solche Flügelnüsslein dann zu haben. Vom Holz her kann man benutzen,
besitzt eine gewisse wirtschaftliche Relevanz, mindestens als ein brauchbares Brennholz in der Heimat dieser Baumart. Hier bei uns kann sie nicht wirklich wirtschaftlich angebaut werden, weil dafür ist eben der Raum, wo man sie anpflanzen könnte, wegen der notwendigen Nähe zum Gewässer, zu knapp, beziehungsweise mit anderem Zeug bebaut, beziehungsweise einheimische Bäume wachsen da immer noch auch noch besser. Zumal man ja sagen muss, das Holz zwar an sich nicht schlecht, aber, Entschuldigung, das ist mit der Sonne heute schwierig, wir haben es auch saumäßig heiß, dadurch, dass das Ding ja so krumm und schief wächst, ne, und so von unten raus in vielen kleinen verzweigten Stämmchen wächst, kann man natürlich auch keine großen Bretter da draus schneiden, weil einfach die Holzdimensionen entsprechend nicht da sind, was die wirtschaftliche Nützlichkeit nochmal ein bisschen einschränkt. Aber Parkbaum und Zierbaum definitiv was, worüber man nachdenken könnte. So, mehr weiß ich jetzt nicht mehr zu sagen, also macht's gut, tschüss.